Simone, ich komme direkt aus Rosenheim, bin jetzt die Jüngste, die weiterkäme. Ich bin 18 und ja, mir freut es gerade einfach total, dass ich jetzt noch da stehe. Ich bin eigentlich nie bei der Wiesn aufgewachsen, es war für mich immer ein Teil, es hat immer zum Jahr dazugehört. Daheim verschieben wir extra einen Urlaub, nur wegen mir, dass ich auf der Wiesn sein kann. Und es war einfach der Wahnsinn, wenn ich das jetzt auch noch während hatte, dass das so ein Herzenswunsch von mir eigentlich sei. Ehrlich gesagt, das schönste Wiesnerlebnis war, da war ich vielleicht 10 oder sowas, und ich habe nie was gewonnen am Glückshafen oder überhaupt. Ich war immer da so, ich habe immer nur Nieten gezogen. Und dann einmal habe ich eine Nummer gezogen und habe dann so ein ferngesteuertes Auto gewonnen. Für mich ein total großer Preis. Das war das Einzige, was ich je gewonnen habe, und das hat mich so viel gefreut. Das war so toll, das war wirklich, es ist nichts Großes, aber mein schönstes Erlebnis. Es bedeutet mir wirklich viel, weil da treffe ich so viele Leute, so viele Freunde. Man kann immer einen gemütlichen Abend haben, man lernt so viele neue Leute kennen. Es ist immer eine tolle Stimmung und man kann einfach abschalten und sich einfach mal entspannen am ganzen Abend, und das ist total schön. Ich stelle es mir schon stressig vor, also ich glaube jetzt nicht, dass das nur rosig ist. Es ist natürlich viel mit Leuten zum Umgehen, viele Termine zum Einhalten. Aber ich glaube, das darf mir auch Spaß machen, einfach, dass ich dadurch das Herbstfest präsentieren kann und einfach das Gesicht vom Herbstfest bin.